Hop, liebe Leute. Ich bin gerade aktuell auf dem Weg zum ersten Festival des Sommers, nämlich dem Sputnik Spring Break. Ticket habe ich noch keins. Ich fahre jetzt aber einfach mal hin, weil ich habe gehört, man kommt auch ohne Ticket auf den Campingplatz. Das muss man wissen. Der Festivalsommer geht los. Ich habe tierisch Bock. Ihr werdet jetzt vielleicht sagen, hä, Pete, warum fährst du zum Sputnik? Aber es gibt ja doch eine ganze Menge an Live-Acts. Ich habe zum Beispiel ziemlich Bock auf Scooter, Nina Chuba, Bad Moms J, 102 Boys. Also ich glaube, langweilig wird es nicht, aber ich muss halt erstmal reinkommen. Ansonsten machen wir uns ein schönes Wochenende auf dem Campingplatz. Ich war noch nie da, ich lasse mich mal überraschen. Hier in der Stadt ist halt auch alles zu spät, weil Rammstein 4 Konzerte spielt. Ich freue mich, endlich wieder auf einen Campingplatz zu kommen, wo ordentlich gesoffen wird. Auch wenn ich mir gedacht habe, das ist ja das erste Festival nach der Cannabis-Legalisierung. Und deswegen habe ich jetzt auch gar kein Bier eingepackt. Ich werde das ganze Wochenende nur kiffen. Nein, doch. Saufen nur für Trinkspiele, also Flunkyball oder Bierpong oder so. Und dann einfach mal eine Pause machen, bis ich Marzi auf dem Hurricane sehe. Ich denke, das ist ein guter Plan. Ich mache mich jetzt mal in den nächsten Zug und dann sehen wir uns vor Ort. Es liegt in der Luft. Der Festival Sommer 2024 beginnt hier und jetzt. Okay, let's go. Ich suche jetzt mal den Ammon. Hoffe, dass ich heute Abend noch vielleicht ein Ticket finde. Ansonsten dann morgen. Tagsüber hat man ja hier sehr viel Zeit. Die ersten Acts spielen nicht vor 18 Uhr. Schauen wir uns das hier einfach mal an. Ich mag Abenteuer. Grüß dich, meiner. Also ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass der Ammon meinen ganzen Scheiß schon mitgenommen hat. Weil die haben am letzten Zipfel von der Halbinsel gecampt und wenn ich das alles hätte schleppen müssen. Ciao. Gruppe gefunden, Zelt steht. Ich habe mich jetzt häuslich eingerichtet. Es ist jetzt um 8. Ich bin auch so froh, dass ich heute noch vorgekocht habe, Alter. Nur schon mal vorneweg. Ich kenne aus der Gruppe halt nur den Ammon. Und ich werde die Gruppe wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel filmen. Deswegen wird es jetzt nicht so krass viel Camping-Action von unserem Camp geben. Einfach weil ich keinen Bock habe, jeden zu fragen, ob es für die okay ist. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt, das dürfen Sie nicht. Und ich finde das auch immer ein bisschen awkward, in so einer riesen Gruppe zu filmen, wenn man da gar nicht so richtig dazugehört. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Flankyball ist ein bisschen eskaliert irgendwie. Erstmal ein Pissreport. Ist noch ziemlich sauber hier, das Ding. Ich habe jetzt mein erstes Willkommensbier trinken dürfen, weil es war ja Flankyball. Anscheinend spielen wir jetzt direkt noch eine Runde Flankyball. Und ich denke, dann werde ich mal ein bisschen das Gelände erkunden gehen. Ja! Da treffe ich halt die Arschlöcher. Ein Sieg, eine Niederlage, aber im Endeffekt sind wir ja alle Gewinner, weil der Pegel steigt. Also bevor es jetzt hier zu dunkel wird, begebe ich mich mal auf eine kleine Erkundungstour hier auf der Halbinsel. Mal gucken, wo die Bühnen sind und so, wo ich mir morgen vielleicht noch irgendwie ein Ticket organisieren könnte. Und vor allem einfach mal so ein bisschen den Vibe einfangen. Oh. Den ziehe ich mir gerne rein. Das scheint der Zugang zum Infield zu sein. Mal gucken, ob ich den je passieren werde. Weil so ganz ohne Bands ist so ein Festival ja auch ein bisschen scheiße. Da hätte ich auch zum Festival ohne Bands fahren können. Also man muss schon sagen, das Gelände ist ziemlich geil, ey. Aber ich habe es noch nie so ganz gecheckt irgendwie. Ich denke, da hinten gehen wir jetzt nochmal auschecken, was da abgeht. Zicke, zacke, zicke, zacke. Ich hatte gehofft, ich komme am ersten Tag vielleicht drum rum, aber nein. Kann es sein, dass du dumm bist? Unangenehm. Aber wie sie schon gerufen haben, Ost, Ost, Ostdeutschland. Fickt euch. Leute, seid ihr bereit? Was soll diese Musik? Und die Leute, ja geil, geil, Ostdeutschland! 3 Uhr 28 nachts. Also, ein kleines Update. Ich bin hackenstramm. Nur Weed, kein Alkohol, hat irgendwie nicht so gut geklappt.
Aber Shoutout Dominik, danke für den herzlichen Empfang im Camp. Und bis jetzt ist es wirklich einfach richtig geil hier. Ich habe noch keinen Cent bezahlt für das Festival-Feeling. Zero, zero. Und es ist auf jeden Fall 100% da. Ich bin jetzt seit 8 Stunden hier und ich habe wirklich eine sehr, sehr gute Zeit. Gott, bin ich besoffen. Ich gehe jetzt ins Bett. Bis jetzt morgen. Au. 346 Minuten später. Gomo. Wo bin ich? Was mache ich? Ich habe einen schönen Kater. Aber ich habe relativ okay geschlafen. Hat auf jeden Fall dolle Spaß gemacht, gestern besoffen über den Campingplatz zu steuern. Heute erster offizieller Festivaltag. Ich hoffe, ich finde noch ein Ticket. Also wirklich der Festival-Geheimtipp. Einfach einen fetten Nussmix vorher erstellen. Hey, Amon, lass mal baden gehen jetzt. Einfach Wellengang wie an der Ostsee, ey. Ich habe eine Dose in der Hand. Das kann nur eins heißen. Ich habe mir jetzt mal so ein schönes Schild gebastelt und werde jetzt gleich mal auf die Suche gehen. Weil eigentlich fühle ich es nicht so, mich jetzt das ganze Wochenende reinzuschmuggeln. Aber im Notfall würde ich wahrscheinlich auch das machen. Ich mache mich jetzt mal auf den Weg. Vor allem will ich das Gelände auch bei Tag noch mal erkunden, weil es ist schon irgendwie echt geil hier, muss ich sagen. Ein paar Sekunden später. Okay, es hat jetzt genau 2 Minuten gedauert. Da wurde ich vom Ticket Kevin hier hinten angelabert. Hi Kevin. Der hat anscheinend noch eins. Die gehen jetzt erstmal zu einem Kumpel. Ich hoffe, ich finde ihn dann noch mal wieder. Aber anscheinend ist der gewillt, mir sein Ticket günstig zu verticken. Ich habe ungelogen bestimmt eine halbe Stunde dieses Schild gebastelt und habe jetzt 2 Minuten gebraucht. Aber ja, mal sehen, ob das dann jetzt auch wirklich klappt. Ich habe jetzt auch zum ersten Mal die Mainstage gesehen. Man muss sagen, das ist wirklich ein sehr, sehr nices Veranstaltungsgelände. Du hast ein bisschen Wald, du hast einen See, wo du überall rein kannst. Wakeboard-Anlage, kannst überall mit dem Auto campen. Ist schon ein ganz nices Setup, muss man sagen. Aber die rechte Gesinnung ist leider omnipräsent. Nervig. Sonst aber ein schönes Festival. Aber ich kann jetzt immerhin von mir behaupten, ich habe das ganze Gelände mal gesehen. Ich hoffe, der Kevin mit dem Ticket ist jetzt demnächst mal wieder an seinem Camp, damit ich das holen kann. Weil ich hätte schon ganz gerne ein Bändchen langsam. Es ist irgendwie ein entspannteres Gefühl und vor allem ist man dann nicht so auf andere Leute angewiesen. Kann ich vor allem dieses Schild dann hoffentlich auch mal wegtun. Theoretisch hätte ich wahrscheinlich einfach weiter suchen sollen und mir schon mal ein Ticket klären. Aber der Kevin hat so begeistert seine Nummer in mein Handy getippt. Ich will es ihm jetzt schon auch abkaufen. Man könnte das jetzt auf den Wind schieben. Man könnte es aber auch einfach drauf schieben, dass die Leute ihren Scheiß nicht unter Kontrolle haben. Räumt euren Müll weg, bitte. Kurzer Shit-Report. Klo sieht eigentlich noch ganz gut aus. Konsistenz geht langsam ins Fragwürdige über. Let's go! 80 Euro. Ich hätte wahrscheinlich auch noch weniger zahlen können, aber 80 Euro ist solide. Da sind wir im Budget geblieben. Perfekt. Einziger Nachteil ist, dass ich jetzt heute echt schon viel gelaufen bin. Aber es hat sich gelohnt. Wir haben jetzt in der Zwischenzeit ein bisschen gegrillt, Flungiball gespielt und jetzt macht das Infield auf. Und da ich ja jetzt ein Ticket habe, muss ich das jetzt noch in Bändchen umtauschen. Und dann spielt das MDR-Sinfonieorchester, was ich sehr spannend finde und mir natürlich angucke, weil wenn es hier schon mal ein bisschen Live-Musik gibt, dann ziehe ich mir das auf jeden Fall rein. Zieh ich mir gerne rein. Ich muss auf jeden Fall sagen, die Preise sind aber relativ alright, was ich so gesehen habe. Das Bier kostet 4,70 Euro, Knobi-Brot für einen 5er, Handbrot für 7 Euro, Burrito für einen 10er. Kann man sich eigentlich nicht beklagen. Ich habe wirklich ein Bändchen, Alter. Geil. Gestern noch nicht erwartet, dass ich wirklich hier durchlaufen werde, aber wir sind drin. Das Sinfonieorchester steht schon bereit.
Hinter uns ist Produzent und DJ Milk & Sugar und unser MDR Symphonieorchester. Und zum 15. Sportnext Spring Break dachten wir, alle kommen auf die Bühne. Beste Kombi, oder? DJ, Orchester und 15. Sportnext Spring Break. Ey, jetzt lasst uns abgehen, macht richtig Lärm. Das ist der Sportnext Spring Break 2024. Festivalsommer 2024. Man hat zwar schon das Gefühl, es müssen alle erstmal wieder so ein bisschen warm werden, aber das mit dem Orchester war schon sehr geil. Apropos warm werden, ich muss jetzt auf jeden Fall auch erstmal eine Kack drüber ziehen, weil es ist ganz schön frisch und der scheiß Wind hat auch die Akustik ein bisschen beeinflusst. Shoutout an alle Kackefahrer dieser Welt. Ohne euch geht's nicht. 2 Stunden später. 9. Könnt ihr das mit was? Stopp, eins davon ist ein Lambio. Welches? Irgendeins. Meins. Hier. Halt mal ganz kurz. Oh. Kannst du ganz zur Zeit. Finch ist ein Special Guest bei Dream auf der Bühne. Deine Meinung zu Finch? Ich werde halt immer eine Stunde. Es war so schön, endlich wieder auf dem richtigen Outdoor-Festival zu sein, Alter. Let's go! Jetzt, wo Finch weg ist, finde ich es echt erträglich. Ich gehe jetzt mal zur Electronics-Stage und schaue mal noch ein bisschen den Rest vom Moon Bootiger-Set an. Okay, ich habe mich auf jeden Fall gerade übel erschrocken. Yo. Ist ja fast wie Rammstein. Das ist eine 10 von 10. Aber
jetzt kommt eine Frau, auf die ich wirklich sehr gespannt bin. Wenn es nach Savage geht, ist sie die beste Rapperin Deutschlands. Und ich finde es krass, dass ich sie vor UU live sehe. Bad Moms J, ich glaube, es könnte geil werden. Okay. Ihr seid sehr, sehr, sehr gut drauf, wie ich gemerkt habe. Ich habe eigentlich eine Lebensmittelvergiftung. Ich war heute Morgen im Sunny-Zelt. Die haben mich aufgepäppelt. Shoutout an die Sunnies. Ich auf der Elektronik-Stage, Alter. Gut, muss ich sagen. Was die da runterrappt ohne Backup, das ist schon sehr beeindruckend. Ich geh jetzt nochmal fix Zeichen. Alter, ey. Digga, ey, das ist so random, aber ist irgendwie auch ziemlich geil. Aber es geht halt trotzdem nichts über den Altmeister. Auf den habe ich jetzt auf jeden Fall auch Bock. Okay, dann alle Hände hoch, komm schon. Wenn der Beat losgeht, könnt ihr mir ein bisschen mit nach vorne wählen. Wer ist der Mann? Sputnik! Oh, oh. Zwischen Demut und Größenwahn. All die Probleme, die zu lösen waren. Gott vergib uns, weil wir böse waren. Auf der Straße aufgewachsen, wie Löwensaat. Ganz schön viele sehr junge Leute hier, ne? Einige, einige. Also ich glaube, ein paar von denen werden ihr erstes Mal hier auf dem Zeltplatz haben. Irgendwann sollte ich das Lied mal aus dem Repertoire nehmen. Vielleicht gar nicht mehr live spielen. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Stadt. Wenn der Vater von diesem Ding ist, siehst du meine System. Mach die Schuss und die Wechsel, wenn ich sag, viele kommen und gehen. Sido ist immer wieder schön. Die ersten zwei Drittel sind immer geil. Jetzt ist das letzte Drittel, wo nur noch die Radiosongs kommen. Ich denke, da werde ich mal gucken, wie es mit Amon geht. Meine besten Freunde habe ich ewig nicht gesehen. Krasser Tag auf dem Sputnik. Heute früh, als
hätte noch nicht gedacht, dass ich jetzt heute Abend hier sitze, eine Fat Helix auf der Mainstage reinziehe. Ich bin echt beeindruckt. Dieses Infield ist so geil gestaltet. Es sieht übel schön aus mit dem Feuer. Es gibt so viel zu entdecken. Krass, also ich bin wirklich positiv überrascht. Shoutout an die Orga. Stabiles Fest. Wenn euch gefällt, was ihr bis hierhin gesehen habt, dann gönnt mal ein Abo. Und ich gehe jetzt mal ins Bett. Treffen wir uns wahrscheinlich morgen an selber Stelle. In dem Sinne. Dritter Tag. Der Shit-Report vom Samstag. Es scheint sich auszuzahlen, weniger Alkohol zu trinken. Bist du denn eigentlich zufrieden mit deiner D&B-Session gestern? Die war sehr, sehr geil. Also, ich muss schon sagen, fürs Sputnik läuft sehr, sehr viel D&B. Ey, aber diese Firebar ist halt auch einfach so fett, ey. Das ist so eine geile Area. Location. Und du hast auch diese geile Größe, du hast genug Platz, alles. Anlage ist auch ganz geil. Kannst dich auch mal hinsetzen. Einfach Sitzheizung. Das stimmt, da kommt irgendwie warme Luft raus. Das ist super weird. Grad, das ist einfach Sitzheizung beim Festival. Aber ist schon geil. Ich weiß nicht, ob man da nicht eher irgendwo ein paar Dixies hätte hinstellen können für das Geld, aber nee, war Sitzheizung beim Bassfloor. Aber würdest du auch sagen, Feuershow besser als bei Rammstein? Boah, das ist jetzt ein bisschen kritisch. Cut. Team Amon aka SG Dynamo Dresden haben das erste Spiel. Mal gucken, ob sie weiterkommen. Ein wahrer Sportsmann. Stark! Der Ball ist einfach öfter außerhalb des Feldes als im Feld. Amon, wie zufrieden bist du mit deiner Leistung? Ja, woran halt die Lehen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran halt die Lehen? Erstmal geisteskrank anstrengend. Ja, so sah es so aus. Ja, wir alle. Stehen, der hat auch schon gelb! Angel! Amon! Wir will ja einen Kind von dir! Amon Henschel, bitte einmal einen Riesenapplaus! Wie zufrieden bist du denn jetzt mit dem Ergebnis? Ich bin schon sehr zufrieden, weil ich auch sehr körperlich K.O. bin. Und ich hab's mir mehr als jetzt verdient, in den See zu gehen. Aber übelst, du bist auf jeden Fall der Sieger der Herzen. Auch wenn es nur für Platz 3 in der Gruppe gereicht hat. Dieses ganze Festival wird deinen Namen kennen. Nächstes Jahr habe ich ja Pressepass. Ah, Mon Edge. Genau. So kann man sich auch einen Pressepass erspielen. Perfekt. Pitreporter Amon. Also der Campingplatz lebt auf jeden Fall. Ich spiele jetzt Flankyball. Sehr willkommen, diese Abkühlung. Und jetzt erstmal ein Joint bauen. Alter, irgendjemand hat Verdauungsprobleme. Wo bin ich denn hier noch hingeraten? Ich fühle mich beobachtet. Der Tag wurde heute etwas ruhiger begangen als gestern. Ich bin aber ehrlich gesagt ganz froh darüber. Weil gestern bin ich echt viel gelatscht. Jetzt bin ich auch am Latschen. Ich gehe an die Mainstage zu Pöbel MC. Und ansonsten stehen heute auf dem Plan Provinz, Nina C, Crow. Aber wir gehen jetzt erstmal einfach wieder zurück auf dieses wirklich sehr schöne Infield. Irgendwie ist es schon schade, dass hier keine Bühne steht. Aber es gibt, weiß Gott, genug Bühnen. Ich bin auf jeden Fall auch sehr froh, dass der Wind nachgelassen hat. Das hilft nicht nur der Stimmung, glaube ich, sondern auch einfach dem generellen Wohlbefinden. Man kann jetzt problemlos im Shirt rumlaufen. Gestern war es doch ganz schön frisch schon um die Zeit. Infield hat noch nicht offen.
Ich warte jetzt hier, bis die ersten Leute rankommen und dann geht's vor die Bühne. Eine Minute, 37 Sekunden später. Es geht los. Shoutout auch an alle, die schon vor Geländeöffnung da rumgelaufen sind und irgendwas Gutes gemacht haben, damit wir eine geile Zeit haben können. Vielen Dank euch. Let's go! Wenn ihr ein cooles, menschliches Zusammenleben wollt, dann seid ihr per se gegen rechts, weil rechts sein schließt genau das aus. Wichtige Message, gerade wegen dieser Aktion gestern. Gerechtigkeit lebt in Knechtschaft eines Gesetzestextes. Ich habe die rechte Hände in Höhe, der Schrebergarten ist wichtiger, als dass Menschen ein Leben in Würde haben. Oh, anschreibt das Hamas, dann hört hier. Und es gibt weder Folgen noch Rasse, wie ich an die Vollkommenshasse. Ich sage nur so viel, wir kommen in der Lebensrealität von 50% der Menschen auf der Welt. Boys, schwach. Stabiler Dude, Alter. Bester Moshpit des Festivals bis jetzt. Die Massen kommen herbei. Ich weiß gar nicht, was die jetzt alle sich angucken. Ich habe keinen Plan, wer in den nächsten zwei Stunden spielt, aber ich gehe jetzt erstmal zum Camp. Und dann Provinz ist, glaube ich, das nächste. Ich weiß nicht, ob das die VIPs sind, die da in den Sonnenuntergang segeln. Das wäre aber auf jeden Fall ein krasses Feature für den VIP-Bereich, ey. Der erste Trichter der Saison. Ich denke, weitere werden folgen. Der erste Einfach-Trichter des Festivals. Seid mal ein für den Einfach-Trichter. Also bei diesen Flankyball-Runden wird mir eindeutig viel zu viel diskutiert und viel zu wenig gespielt auch. Später. Amon, mach mal den Drum and Bass aus, wir hören jetzt Live-Musik. Scheiß Live-Musik, ja. Hast du noch irgendwelche Pläne? Ich hab keine Pläne mehr. Du hast keine Pläne? Nee. Lass mal zu Saufen. Nina. Lass mal zu Nina C gehen, ich hab gehört, die ist gut. Die ist gut. Boah. Die ist so. Gut, die ist gut. Hey, aber dann spiel die erst morgen. Yeah. So ein Schließfach ist schon praktisch, ne? Strom und Bier. Also ich habe den geschrieben, wo das Dixie mit den Faschoschmierereien steht und es ist weg. Sputnik, vielen Dank, ihr seid wirklich geil. Wir kommen perfekt zum letzten Lied von Provinz und die Feuershow ist auch wieder da. Ich mag dieses Festival, ich mag es wirklich, es ist sehr schön hier. Und es geht schon wieder los. Ich finde es wild, dass das die Mucke ist, die in der Umbaupause zu Nina Chuba spielt. Von Nina und der Pack.
Fakt, dass sie Bläser dabei hat, die Mucke handgemacht ist, sie echt eine gute Rapperin ist und die Leute jetzt auch so ein bisschen warm geworden sind. Also die Stimmung ist jetzt schon deutlich besser als gestern. Ja, YouTuber! Und, Alter. Aber ja, das war ein richtig geiler Auftritt. Ich freue mich aufs Flair. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde, bis Crow anfängt. In der Zwischenzeit gehen wir jetzt einfach mal dahin, wo wir gestern noch gar nicht waren. Nämlich auf die Clubstage. Ich habe keine Ahnung, wer da gerade spielt, aber ich habe Bock, einfach mal reinzugehen. Geht auf. Ich penne jetzt mal, weil morgen / heute wird, glaube ich, schon noch mal ganz schön abgerissen. Ey, das Line-Up ist ziemlich voll. Wir sehen uns morgen früh. Vierter Tag. Nacht war leider ein bisschen kürzer als erhofft. Es hat jetzt gerade ein bisschen geregnet. Bei uns sind alle Stühle nass. Meine Schuhe sind auch nass. Das ist ein semi-geiler Start in den Tag. Aber ich gehe jetzt mal in die Dusche. Danach sieht die Welt auch schon wieder ganz anders aus. Ich würde es zwar auch noch einen Tag ohne Duschen aushalten. Ich war ja auch schon zweimal am See. Aber ich will euch das System ja trotzdem zeigen. Es gibt nämlich hier extra Duschbereiche mit sauberen WCs. Wobei man sagen muss, die Dixies sehen echt gut aus. Shoutout an die Kackefahrer, Alter. Also ist sogar oft auch Klopapier da, alles. Ist so. Genau, aber die Duschen sind so ein extra Bereich, der kostet irgendwie 5 Euro für Einmalbenutzung und 18 Euro als Flatrate. Was? Ich habe tatsächlich auch keine Ahnung, ob auf dem Ticket, was ich da bekommen habe, die Duschflat drauf ist oder nicht. Aber wir werden es jetzt einfach mal rausfinden und ansonsten bezahle ich die 5 Euro. Weil ich habe schon Bock, gerade mache ich die schön abzukacken und danach duschen zu gehen. Shit-Report vom Sonntag. Die Nüsse helfen. Wow. Also, wie soll ich mich hier duschen? Hier kommt original gar nichts raus. Also das war tatsächlich ein sehr unterwältigendes Duscherlebnis. Da springe ich lieber dann nochmal an den See. Da wäre ich wahrscheinlich sauberer als bei diesem Wasserdruck. Also wenn ihr kein Problem habt, auf die Dixies zu gehen, die wirklich ziemlich sauber sind, und euch ein bisschen im See zu waschen, dann könnt ihr euch das Geld auf jeden Fall sparen. Sieht irgendwie nach Regen aus. Das Publikum bei mir das Festival, wo ich komme. Also ein bisschen Regen ist ja auch gemütlich. Diese Wasserbeule da oben wird irgendjemand heute noch abkriegen. Nein! Es kann kein Zufall sein, dass der Regen genau jetzt aufgehört hat. Festival auch richtig geil sein kann, ey. Gänsefeeling pur. Der Regen war auf jeden Fall krass, der Sonnenschein danach und der Regenbogen war noch viel krasser. Ich bin jetzt auf dem Weg zu den Ostblock-Schlampen, die ja auch durch dieses Festival dahin gekommen sind, wo sie jetzt sind, glaube ich.
Deswegen will ich mir auf jeden Fall noch das Ende von dem Set angucken. Ich bin nicht eher losgekommen. Es musste natürlich noch Flunkyball gespielt werden. Gib mir Drogen! Dann wird heute nochmal ein volles Programm. Auf Drunken Masters und SK habe ich übelst Bock. Und wir sehen uns im Pit. Aber wir sind wie immer seit Freitag auf dem Campingplatz und feiern seit 3 Tagen durch, so wie ihr. Und deswegen, also vielen Dank, dass ihr trotz des Regens hier gekommen seid. Wir hatten mega Spaß und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr. Das hat Spaß gemacht. Schade, wegen dem Regen waren halt nicht so viele Leute da, aber trotzdem geiler Auftritt. Ich glaube, die sind halt so eine richtige Sputnik-Institution. Wir gucken uns jetzt die Drunken Masters im Electronic-Zelt an. Die Meute hat noch Bock, ich habe auch noch Bock. Wir sehen uns im Pit. Wir haben ein paar Songs von uns dabei, wir haben ein paar Songs dabei, die wir produziert haben. Wir haben ein paar neue Songs dabei, wir haben ein paar Freunde dabei. Wer von euch kennt unseren Freund DJ SK Andy 3? Hier performt und legt den nächsten Song auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah! Applaus für Emmy! Hey, alle meine Freunde stinken morgen voll ab hier. Spring Break! Wir machen einen Circle Pit. Ihr müsst alle hinter ihm herrennen. Alle rennen im Kreis. Mach den Marsch mit auf. Mach den Marsch mit auf. Mach den Marsch mit auf. Geisteskrank. Alter, das war so brutal warm. Krank. Also Drunk Masters einfach immer kompletter Abriss. Nach dem Regen zahlt sich aber auf jeden Fall auch aus, dass die hier überall so ein bisschen Sägespäne hingekippt haben, weil Matsch ist eigentlich so gut wie gar nicht. Eine Planänderung, ich gehe jetzt doch nochmal zum Camp, weil alle Farben habe ich jetzt gerade nicht so doll gefühlt. Meine Stimme ist auch schon echt ein bisschen am Arsch, mein Hals kranzt ganz schön, es fühlt sich prinzipiell genauso an wie letztes Jahr auf dem Highfield, wo ich Corona mitgebracht habe. Ich hoffe, ich bringe nicht schon wieder was vom Festival mit, aber naja, so ist es halt. Übrigens, kleiner Pro-Tipp, hier draußen sind die Getränke jeweils 1 Euro billiger als auf dem Infield. Aber ihr dürft sie halt nicht mit reinnehmen, wenn sie voll sind. Nur die leeren Becher. Eine Stunde später. Ich werde mir jetzt nur die ersten 2 Songs von Chiago gehen, weil in einer Viertelstunde spielt Larry Luke. Und mir hat jemand gesagt, letztes Jahr gab es bei deren Einlassstopp. Das wäre natürlich bitter. Also bei Agu gab es anscheinend jetzt noch Probleme mit dem CO2. Und da das 70% seiner Show ausmachen wird, ist das natürlich ein Problem. Deswegen gehe ich jetzt einfach schon mal zu Larry Luke rüber und komme dann später nochmal raus. Geht's euch gut? Ich kann heute nicht so hoch springen, denn ich bin im 5. Monat schwanger. Deswegen müsst ihr heute umso höher springen, okay? Absolute Queen dafür, dass sie sich im 5. Monat schwanger wird, an die Decks stellt. Sputnik! Alle Hände in die Luft! Und alle klatschen! Wenn ich jetzt gleich rechts sage, macht ihr alle die runter und ihr macht die alle hoch, ja? Also links. Rechte Seite! Linke Seite! Rechte Seite! Linke Seite! Rechte Seite und alles mit oben! Alles mit oben!
zweite Hälfte Bones, weil den habe ich noch nie live gesehen. Dann warten auf Scooter und hoffen, dass die Beine nachher noch irgendwas hergeben. Oh oh, die Crowd ist ganz schön müde. Also Stimmung ist, ja, geht. Mehr aber auch nicht. Die Crowd hatte nicht zu doll Bock. Wie gesagt, sind alle ein bisschen durch. Er hat es auch gemerkt, dass alle ein bisschen durch sind. War okay. War deshalb nicht übelst schlecht, aber ja, war jetzt halt auch nicht der Gig des Jahres. Und damit bleibt im Sputnik noch ein Abschlussakt. Und das ist der gute alte Hans-Peter. Ich hoffe, die Crowd schläft nicht ein bis dahin. Und ich denke, das wird nochmal richtig fett. Und am Ende noch Feuerwerk und dann war das ein geiles Wochenende. Bitte behalten Sie die gute Stimmung. Wir legen noch Nutten, Koks und frische Erdbeeren drauf. Alle noch da, alle noch wach. Zeit für den Großmeister. Alles Gute, liebe Sputnik. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Das war ein wilder Ritt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, wenn ihr noch dran seid. Wow, also ich bin sprachlos, was die letzten 4 Tage passiert ist. Ist krass gewesen. Ich mag dieses Festival wirklich sehr gern, was überraschend ist für mich. Jedenfalls euch vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr selber da wart, schreibt mal in die Kommentare, wen ihr am geilsten fandet. Für mich waren es Pöbel MC und Drunken Masters. Objektiv bester Act war wahrscheinlich Scooter oder Sido. Aber so oder so einen Haufen geiler Acts erlebt, einen Haufen geilen Shit erlebt auch. Lasst dem Video auch gerne mal ein Like da und vor allem abonniert den Pit Report für weiteren Live-Content. Hier gibt es ein weiteres Video. Warte, hä, wo ist es? Hier ist es. Da, boah, ich bin zu doof. Da, guck, hier ist es. Nächste Woche geht es in Hannover weiter. Wir sehen uns im Pit. Hau. Oh.